Entspannt geht es zu beim deutschen Meister. Gala gegen Real, dann Arbeitssieg bei Bundesliga Schlusslicht FC Augsburg. Borussia Dortmund kommt dem FC Bayern wieder einen Schritt näher. Nicht in der Tabelle, aber was den Nimbus anbelangt, den Spagat zwischen Champions League und Liga-Alltag nicht hinzukriegen. Jetzt glauben sie in Dortmund wieder an den Titel und ehemalige Borussen verweisen auf die Nationalmannschaft. Man hätte ja auch nicht geglaubt, vor kurzem noch, dass wenn eine deutsche Nationalmannschaft 4-0 führt, dass sie dann diesen Sieg auch noch außer Hand geben würde. Und bei dem Spiel gegen Schweden haben wir mal im 7 Bayern mitgespielt. Insofern stirbt die Hoffnung zuletzt. Nichts ist unmöglich. Diese Phrase ist offenbar das schwarz-gelbe Motto. Andreas Möller, Teamkollege Rickens 1997, formuliert es so. Die Mannschaft hat einen sehr guten Kader und den Jungs ist alles zuzutrauen. Doch der Matchball liegt beim FC Bayern. Und was das Ganze schwierig macht, die Motivation der Münchner liegt an Schwarz-Gelb. Ich glaube auch, dass gerade für die Bayern Borussia Dortmund der Antrieb überhaupt ist. Sie sind ja zweimal nicht deutscher Meister geworden. Und wenn sie jetzt auch mit den Investitionen, weiß nicht, fast 70 Millionen, glaube ich, an Ablöse und Matthias Sammer geholt, wenn sie dieses Jahr nicht Meister werden, also ja, dann kannst du den Laden ja fast abschließen. So weit wird es sicherlich nicht kommen, aber es zeigt, der FC Bayern sollte sich ja nicht allzu sicher sein. Der BVB kann beides, Europa und den Liga-Alltag.